Hallo, mein Name ist Laminator, ich begrüße euch recht herzlich zu einem Gameplay, das sich Überforderungen genannt hat in meinen Replays. Ihr seht, ist ein bisschen was passiert in dem Spiel. Ich zeige euch das ganze Spiel aus meiner Spielansicht. Spezialeffekte lassen wir jetzt mal aus. Was sehen wir? Wir sehen mich hier in dem Gameplay. Whatever, ich starte einfach mal. Ich kann mal mit Boost-Anzeige hier anlassen und werde das Ganze ein bisschen analysieren. Was ich da so grotten falsch gemacht habe, was ich grotten schlecht gemacht habe. So wunderschön, ich flippe schon mal falsch ran an den Ball. Normalerweise kann man es besser machen, eindeutig. Ihr seht, mein Gegenspieler, Gegenpart ist schon sofort am Ball, eine Sekunde früher, aber ich habe Glück. Und der pitcht ihn immer rüber, dass, so, dass ich ihn habe. Mein Mate nimmt mir jetzt den Boost weg aus irgendeinem Grund, weil er anscheinend hinterher gefahren ist. Ich fahre zurück. Im Tor von denen steht natürlich eine, steht 2 Uhr. Aus irgendeinem Grund, verdammt. Werden mir die Namen nicht angezeigt, doch jetzt werden mir die Namen alles gezeigt. Okay, gut, das hat mein Mate schön gemacht. Ich habe nichts weiter gesehen. Ich habe aus irgendwo wieder Kickoff und mal gucken. Diesmal flippe ich aber falsch ran. Habe aber irgendwie Glück, dass der Ball doch durchgeht. Gerade mit der Ballkammer hätte ich war ich lange vom Ball weg und hätte den Boost sehen können. So, jetzt habe ich ihn zwar demolished, aber öffne natürlich die Chance für den anderen Gegner, für den anderen Mate von dem. So, ich fahre jetzt zum Kickoff nicht drauf, weil er hat gesagt, er fährt lange genug weggeschaut, geht, passt. Ich habe den Boost nicht mitgenommen, das mache ich gut, aber hier fahre ich sinnlos drauf, kriege den Ball nicht und kriege den Ball zum zweiten Mal nicht. Ich habe jetzt zwei Touches sozusagen gemisst und trotzdem den kompletten Boost dafür verballert. Mein Mate ist zwar vorne raufgefahren, ist kurz am Pfosten stacken geblieben. So, und jetzt habe ich eigentlich die Chance, den Ball zu haben und habe den tatsächlich sogar. Eine relativ gute Parade. Ich sehe halt, dass die beide reinfallen und dass einer von den beiden aus dem Winkel schießen wird. Wir führen 2-1. Ja. Wunderschön, würde ich sagen. Weiter geht's. Ich hole mir den Boost. Ich hätte schon viel länger wieder gucken können, ob ich hätte fahren können. Da muss ich entweder hoch oder ich gehe nicht zum Ball. Ich gehe halt nicht zum Ball an der Stelle und verkack's. Also nicht ganz. Weil ich ja zum Glück auch nicht zum Ball gehe, sozusagen direkt zum falls mir wieder einfällt, sage ich es euch. Also weil es mir hier, warte mal, wir gucken uns die Szene nochmal an, dann fällt es mir, achso, weil ich zwar zum Ball gehe, aber dann nicht hochspringe, nicht hinspringe, dadurch keinen Boost verpasse, sozusagen lose. Hier kreuze ich ihn hinterm Rücken, er droppt den eigentlich relativ gut für mich, ich kann super hingehen, gehe aber zu spät hoch und deshalb kann der Orange den blocken, also unser Gegnerteam. Er fliegt ihn halt super über mich rüber, wunderschön, und blockt den nochmal. Und hier habe ich dann keine Chance mehr hinterher zu kommen. Also dieser Flip da oben in der Luft, er hat sehr schön gemacht. Ich da unten komplett lost am Boden. Ich den Kickoff wieder gewonnen, also die Kickoffs laufen nicht schlecht, wie ihr seht. Jetzt spielt mein Mate den Ball. Ich kann hinfahren oder auch nicht. Aber ich kann halt nicht hinfahren, weil mein Mate da vorne steht. Jetzt probiere ich den Ball halt irgendwie zu blocken und verkack's vollkommen und dämmer den Ball. Also er hat ihn zwar getroffen, aber der Ball springt halt in unser Tor rein. Ich hätte da anders oder gar nicht hingehen sollen. So, er probiert den Pass, verhaut den Pass jetzt aber auch. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück, muss eigentlich mehr in Richtung Tor fahren, hab den Ball aber jetzt und drop den jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber für mich selbst, aber dadurch, dass da noch ein Mate steht, von dem blockt er mich weg. Ich muss den Ball jetzt haben und der müsste jetzt drinne sein und sonst ist nämlich schon verkackt dabei, weil das Tor war vollkommen offen, vollkommen schlecht. So, jetzt den Ball da oben an der Bande, den darf man haben. Den habe ich erst zu spät und dann lande ich hier ziemlich scheiße zum Ball, also ziemlich schlechte Stellung jetzt gerade gesehen. Wenn man hier zum Ball rangeht, habe ich jetzt zurückgespult, ja. Noch mal ein Stück zurückspulen. Wenn ich jetzt hier hochfahre, ich sehe, dass der Ball kommt. Entweder fahre ich direkt auf den Ball drauf und habe den hier an dieser Stelle und kann den sozusagen die Linie runterpitchen. Dann hat der Gegner den Ball zwar wieder, der hintere von beiden, aber der vordere ist sozusagen raus. So nehme ich den Ball mit, warte halt darauf, dass der mir sozusagen vors Auto springt, aufs Auto. Jetzt bin ich also hinter dem Ball, also ich habe eine schlechte Chance, den Ball zu treffen. In der Zeit kann halt der andere Orange rüber rotieren oder der vordere sogar schon. Und ich drop den Ball so erst in die Ecke. Also ich drop den Ball gar nicht erst in die Ecke, so also links rein, sondern ich komme gerade noch so hinterher hinter dem Ball und komme erst zu spät eigentlich an. Und deshalb entsteht da natürlich eine neue Drucksituation. Dann flippe ich noch ziemlich
Ja, ich komme wenigstens gerade auf, aber hier seht ihr, jetzt habe ich das die problematische Situation. Entweder ich flippe direkt nach links und kann probieren, den Ball irgendwie noch zu treffen und noch halbwegs zu blocken, aber da hat er jetzt die Situation erkannt. Ich fahre nach unten, habe nicht geflippt und dadurch entsteht eine super Situation. Er kann den Ball reinspielen, ich bin komplett rausgenommen erstmal, muss den kompletten Weg rumgehen und kann den Ball allerhöchstens hinten am hinteren Torpfosten mit Glück kriegen, wenn mein Mate den nicht gut blockt. Mein Mate blockt ihn gar nicht, dementsprechend bin ich komplett rausgenommen. So, jetzt wieder ein Kickoff, mal gucken, ob ich den diesmal gewinne. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Gameplay, anscheinend nicht. Also ich habe ihn, keine Ahnung, gewonnen vielleicht, aber für mein Mate, der da nicht hingefahren ist, schon wieder viel zu lange gerade die Ballkamera angehabt. So, jetzt stehe ich ziemlich ungünstig im Tor eigentlich, kriege den Ball aber trotzdem. Und ja, was ich da gerade mache, weiß ich selbst nicht. Guckt es euch an. Sowas macht man nicht. Also entweder, wenn ihr den Ball so spielen könnt, probiert den hier flach die Linie rechts rauszutreiben. Da kommt er natürlich hinterher. Mit Glück kriegt den Ball an ihm vorbei. Oder ihr spielt direkt durch die Mitte, aber probiert einen Dropkick. Und so spiele ich den Ball genau, also direkt auf den Spieler, direkt auf meinen Gegner. Was vollkommen bescheuert ist. Ich ziele ja nicht mehr aufs Tor, ich ziele nicht auf die Ecke. Der Ball ist sozusagen komplett weg und ich bin raus, ich nehme mich damit selbst raus, weil ich den Ball ja sozusagen aufs gegnerische Tor spiele, da macht es mehr Sinn, den Ball versuchen in die Ecke zu spielen, wo der Typ erstmal auch hin rotieren müsste, beziehungsweise ja hin sich hinbewegen müsse. So bin ich komplett raus, er hat den Schuss, er hat freie Bahn eigentlich und sein Mate ist zwar hinten auch in der Ecke, aber hat auch wahrscheinlich noch voll Boost, weil er abwarten konnte, weil ich da nicht hin musste. So, jetzt stehe ich schon wieder vollkommen ungünstig zum Ball. Entweder fahre ich direkt die Bahn hoch oder ich fahre jetzt rückwärts. Jetzt fahre ich rückwärts, treffe den Ball nicht. Dadurch nehme ich mich selbst wieder raus. Ich stand jetzt komplett die ganze Zeit unter dem Ball und bin jetzt wieder ungünstig, also wieder eine komplett ungünstige Position. Es ist besser, dass wenn ich da versuche, irgendwie hochzugehen, den Ball zu berühren, so bin ich noch oben an der Bande und kann ihn noch irgendwie stoppen. Jetzt nehme ich zwar den Boost weg, habe jetzt eigentlich freie Bahn, denke aber, dass mein Mate schon rausgeflippt ist, was ja eigentlich auch gar nicht so schlecht ist von der Idee her. Der hat aber anscheinend wenig Boost oder viel, viel weniger Boost als ich. Treibt den Ball zwar in die Richtung, die ich gedacht habe, nach außen links, aber ich bin schon viel zu weit vorne eigentlich, dafür, dass er den sozusagen nicht trifft. Also er hätte ihn ja missen können, aber ich rechne damit, dass er ihn trifft. Und so ergibt sich natürlich wieder eine super Chance für die Gegner, weil die komplette linke Seite gerade dann wieder offen war. Der andere Gegner hier hinter mir, ich weiß, das sieht man gar nicht, der Spieler hinter mir kann auf meinen Mate fahren und den demolischen oder fährt halt selbst ein und hat freie Pass- und beziehungsweise Schussrichtung. So, da haben wir aber Glück, dass der nach hinten rotiert, aus welchen Gründen auch immer, weil er halt denkt, wahrscheinlich den vorne den Boost nicht zu kriegen. Ich bin jetzt ohne Boost, ziemlich schlecht da wieder in der Position, prägt ihn aber trotzdem relativ gut hoch. Die blocken den. Jetzt muss ich entweder direkt drauf fahren, mache ich auch, weil sonst ist mein Mate, der da hinten rum, also sonst sind wir halt beide vorne ohne Boost. Und wenn ich jetzt auch noch probieren würde, für einen Boost zu fahren, ist die ganze Mitte sozusagen offen. Dann kann dessen Mate mein Mate abdrängen und ich bin halt mit dem wenigen Boost beschäftigt, in der Rückwärtsbewegung den Ball zu haben. Das ist besser, ihn gleich drauf zu fahren. Jetzt kreuzt mein Mate halt, er hat vorne den Boost mitgenommen und geht zum Ball, aber geht zu spät zum Ball, meiner Meinung nach. So, und ich versuche jetzt den Ball zu kriegen und kriegt den tatsächlich auch sogar super. Habe ich nicht gedacht und das war jetzt halt ein richtig dämlicher Flip. Ich gebe den Ball so sofort nach dem ersten Touch her. Ich probiere den nicht irgendwie abzubremsen und den runterzuholen, dass ich die Bande hoch habe. Dadurch gebe ich wieder komplett die Chance offen. Hinter mir ist ein Gegner, vor mir fährt ein Gegner. Und die haben beide eine gute Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Ich muss probieren, den Ball rauszupassen, rüberzupassen. Passe zu meinem Mate, versuch's zumindest. Dachte, er kickt den sofort, kickt er aber nicht. Ja, und dadurch bin ich, also sind wir beide sozusagen wieder halbwegs raus. So, ich fahre jetzt hinterher, wo ich wenig Boost habe, weil ich den Ball halt vorne blocken will. Bei mir leckt es anscheinend an dieser Stelle auch etwas beim Gameplay passiert halt. Es war zwar gut, dass ich den Gegner jetzt getroffen habe, so haben wir eigentlich Zeit, aber der andere, der ist ja jetzt auch am Ball und hat jetzt freie Bahn mit Air-Dribble. Ich hätte raufgehen müssen, weil mein Mate stand hinter mir, hatte wahrscheinlich genug Boost, um den Ball zu kriegen, wenn ich den Winkel irgendwie verkürzen kann. Ich verkürze den Winkel natürlich an der Stelle nicht. Das ist wieder problematisch, wieder ungünstig. So verkacke ich halt die Szene komplett.
Und so haben wir gar keine Chance. Den Ball müsste ich eigentlich direkt reinmachen. Verkacke ich aber wahrscheinlich wieder. Ja, habt ihr gesehen. Also der Ball darf direkt drin sein. Wir können uns nochmal angucken, was für Möglichkeiten wir hier haben, den Ball reinzumachen. Also eigentlich kann man den Ball direkt spielen oder du lupfst ihn halt mit der linken Seite hoch, sodass du ihn in Richtung Tor bekommst. Und ich lupfe ihn aber so, dass ich ihn komplett neben das Tor bekomme. Probiere ihn nochmal zu berühren. Entweder kann ich ihn ja ganz außen spielen. Dann kann ich Glück haben, dass mein Mate schon da ist, auf jeden Fall. So dass mein Mate vielleicht schon den Ball blocken kann. Aber so bin ich halt wieder allein mit dem Ball. Ich bin jetzt zwar unterm Ball, aber kann nicht wirklich was ausrichten. Fahre auch weg, drehe mich komplett ab und jetzt gebe ich denen die komplette Chance. Jetzt könnte ich nach rechts flippen, mache ich nicht. Und so kicken die den Ball sauber raus, weil da gar keiner hingeht zum Blocken. Ich habe jetzt keinen Boost, mein Mate bringt den Ball rein, vielleicht. Dann kommt tatsächlich rein, aber ich bin halt nicht da, weil ich halt komplett ohne Boost war. Jetzt der Ceiling Shot. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, mein Mate kriegt den irgendwie geblockt. Der untere, seht ihr rechts, da unten rechts von mir, der kann mich prinzipiell noch demolischen oder irgendwie versuchen abzubringen. Macht da glaube ich nicht mehr und ich verkacke, also verhaue dann die Parade natürlich auch, weil ich da gar nicht damit gerechnet habe, so zum Ball zu gehen. Das war mein Gameplay gegen, ich weiß gar nicht, was das war. Vielleicht Diamant 2 oder 3 oder so. Auf jeden Fall habe ich da gerade schlecht gespielt. Ich hoffe, ihr macht's besser. Das war jetzt mal eine kurze Analyse, hoffe ich. Also die kurze, weil ich habe keine Ahnung gerade, wie lang die ist. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. Meine Kommentare, meine Ideen, meine Ratschläge an mich selbst. Vielleicht kann ich sie das nächste Mal beherzigen und mach's besser beim Gameplay. Ja, und damit, ihr seht, ich habe hier das Auto, mit dem ich spiele, ist ein Centio V17. Meistens. Doch, müssen ein Centio V17 sein, ja. Erkennt man an dieser roten Schnauze, nämlich gleich da, die rote Schnauze. Und ich habe diesen Beat Saber, Soba, keine Ahnung, Saber, glaube ich. Booster, falls es irgendwie interessiert. Torexplosion, ja, seht ihr, die vom Gegner. Wunderschön, wunderschön, 2 zu 6, vollkommen verdient. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.